Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte mich als erstes entschuldigen, dass ich nicht wie gewohnt einmal in der Woche ein Video hochgeladen habe. Das hat damit zu tun, dass meine Frau pflegebedürftig ist. Sie hatte vor Weihnachten einen dreimonatigen Aufenthalt in einer Klinik und ist mittlerweile jetzt zu Hause, aber da muss ich mich für die Organisation der Pflege und der Betreuung kümmern. Und daher wird die Zeit für Videos zu machen etwas knapper. Aber sollte das irgendwann geregelt sein, dass es in normalen Bahnen läuft, gehe ich auch davon aus, dass ich wieder etwas mehr Zeit habe, meine Videos, die ich hobbymäßig mache, weiterzubringen. Ich hoffe für euer Verständnis. So habe ich auch etwas gemacht in der Werkstatt. Ich habe da meine Absaugleistung etwas verbessert. Ich habe mir hier ein Gerät gekauft. Da gehe ich näher drauf ein. Da kann ich alle Maschinen also einzeln einschalten und jedes Mal, das ist eine automatische Einschaltung des Staubsaugers. Ich nehme euch mal rüber und zeige euch das. Ich habe hier dieses Gerät eingebaut. Hier kommt die Leitung in diesen Verteilerkasten. Die 400 Volt. Ja gut, so geht der Zeigestock kaputt. Das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber es geht auch. Dann machen wir etwas kürzer. Hier kommt die 400 Volt Leitung rein. Die wird geteilt. Kann man das sehen? Ja. Hier haben wir die 400 Volt Steckdose. Da ist meine Ulmia Tischkreissäge angeschlossen. Die geht hier unten raus. Dahin. Das ist eine alte Leitung, 220 Volt, die auch vom Hauptschalter kommt. Aber hier geht eine Leitung raus, wie man hier sieht. Die geht nach hier unten, unter dem Tisch geht sie hier von meiner Erika. Und dort ist, zeige ich euch gleich, mein Staubsauger angeschlossen. Dann geht hier noch eine Leitung raus, das ist diese, die hier rüber geht. Das ist 3 mal 1,5 Quadrat. Sie geht hier rüber. Ich versuche es mal zu demonstrieren. Sie geht hier hin zu diesen Steckdosen und dort, das muss ich natürlich noch ein bisschen besser machen, das ist jetzt ziemlich knapp, da muss ich die ein bisschen verlegen, aber das ist kein Problem. Da geht es dann zu meiner Tischfräse. Und ich nehme das Ganze mal jetzt hier runter. Hier unten seht ihr jetzt eine Verteilerleiste, die ich noch befestigen muss.
Aber dort geht das Kabel hin und ist hier in diesem Stecker drin. Dort ist meine Erika angeschlossen, die hier ist. Und dort ist meine kleine Hohlmaschine angeschlossen. Hier ist mein Absaugschlauch. Und ich demonstriere euch jetzt mal, dass es funktioniert. Als erstes mache ich jetzt mal die Erika an. Hier habe ich jetzt meine Tischfräse oder meinen Frästisch. Den schalte ich hier ein. Standort. Ich muss nur an den Einzelmaschinen einschalten. Jetzt mache ich das bei meiner Hobelmaschine. Und jetzt schwenke ich euch mal zurück. Jetzt muss ich meinen Standort wechseln. Hier haben wir jetzt meine alte Ulmer. Hier haben wir den Schalter. Das ist ein 400 Volt Motor, ein sogenannter Sterndreieck. Der wird aber im Dreieck geschaltet und dadurch hat er nur eine alte Schaltung. Da ich das im privaten Bereich benutze, ist also kein Problem mit der Maschine zu arbeiten. Im gewerblichen Bereich müssen die Schalter umgebaut werden und ein Schutzschalter dran.
So, ich schalte das Ganze mit 380 Volt ein. Ich habe jetzt auch nichts umgeschaltet, habe nur die einzelnen Einschalter betätigt. Mache auch das jetzt hier. Und das Ganze ist wieder ausgeschaltet. Somit kann ich, wenn ich meine Kreissägen bediene, meine Hobelmaschine und meinen Frästich, den Staubsauger einschalten. Ich zeige euch noch kurz den Staubsauger, den ich da habe. Gucken, ob wir den hier drauf bekommen. Weil den habe ich unter dem Hier habe ich jetzt meinen Staubsauger. Das ist ein Scheppach HA 1000. Der hat also genug Leistung, um diese Späne abzusaugen. Und hier ist meine Absaugung für meine Erika. Hier unten die Absaugung für meine Ulmia und hier ist meine Absaugung für meine Kitty Hobelmaschine. Dasselbe Prinzip habe ich auch hier hinten in der Ecke. Kann man jetzt nicht sehen. In der Ecke kann ich diesen Schlauch bis dahin legen. Ich hoffe, dass ihr das soweit erkennen könnt. Aber jetzt kann ich den hier hinlegen und habe da auch den Abschuss, die Absaugmöglichkeit für hier habe ich das Gerät und hier ist eine Montageanleitung dabei.
Und ich zeige euch das mit einem Handyfoto. Versuche ich euch das mal in vergrößerter Form darzustellen. Hier zeige ich euch mal das Gerät Master Slave von Chemo. Das ist ein Gerät, wo ich Maschinen und den Staubsauger drüber steuern kann. Das habe ich zwischen meiner Installation eingefügt und kann damit jetzt Maschinen anmachen und damit automatisch den Staubsauger anschalten. Hier ist der Anschluss. Zeige ich euch mal den Anschluss. Das wäre einmal hier oben 220 Volt Gerät und hier unten wäre ein 400 Volt Gerät anzuschließen. Da ich auch die 220 anschließe, habe ich hier von diesen Leitungen hier den Neutralleiter mit angeschlossen. Und auch hier eine Phase, was ja hier oben gezeigt ist mit dem Neutralleiter. Neutralleiter und die Phase L. Hier ist L2 und 3, die werden direkt durchgeschaltet, gehen also direkt zur Steckdose durch. Und eine Phase und der Neutralleiter oder Nullleiter, je nachdem. Ich bin hier kein Elektriker, der das genau erklären kann, aber ich zeige es euch mal so. Das habe ich zwischenzeitlich gemacht. Den Fitchenstemmer habe ich nicht vergessen. Der ist auch in Arbeit und nach meinem jetzigen Eindruck sieht es ganz gut aus. Ich muss nur einen Termin mit dem Dieter machen. Aber das ist für mich im Augenblick etwas schwierig wegen meiner familiären Situation. Aber es kommt, keine Bange. Wenn es auch etwas länger dauert, aber ich habe es nicht vergessen. Ich werde auch versuchen, noch ein paar andere kleine Videos wieder zu bringen. Aber wie gesagt, die gewohnten Videos, wie sie jetzt waren, die samstags morgens eingestellt wurden wöchentlich, habe ich wegfallen lassen müssen. Und die werden vereinzelt jetzt kommen. Vielleicht schaffe ich es auch wieder wöchentlich, aber das wollen wir erstmal sehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr mich unterstützen wollt oder helfen wollt, dann gebt mir ein Abo. Das freut mich. Das kostet nichts. Und wenn ihr wissen wollt, wenn es ein neues Video gibt, dann aktiviert die Glocke. Aber das kennt ihr ja. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.